noch was irgendwie so gerade. Nope. Gut, ich stelle mir einfach vor, dass das ein Greifautomat vom Rummel ist. Ja, da wirst du aber eh nichts kriegen. Was ist hier los? Wie er da oben sein Chillplatz hat. Oh oh. Oh, ist ja schön, der U-Boot. Oh, where's the Pepperoni? Mein U-Boot! Hat sich's was mit dem Heranschaffen von Material. Und mit diesem Motor komme ich durch die verstärkte Tür da drüben. Klopf, klopf. Wer ist da? Ich euch am schnellsten los. Ah ja, ich erinnere mich. Aufgepasst. So ein bisschen zumindest. Also von Schränken. Ich glaube, den hatten wir nicht. Ach man, hier, dann nimm das bitte, danke. Ja. Hier waren diese Laserstrahlen im Weg. Oh, hier der Wax. Deswegen meinte ich ja, lohnt sich das gar nicht, irgendeinen anderen Verbrecher zu nehmen. Weil brauchst du oder so irgendwann Wax zwischendurch und das ist dann meistens immer, ja, wahrscheinlich dann, wenn man nicht dabei hat. So, was fehlt denn noch? Ein Wappen, ein Charakter, ein Fahrzeug. Okay. Ne, hier müssen wir rein. Ich weiß gar nicht, nämlich ob, wie gesagt, ob wir hier überhaupt alle, Spindschränke haben. Was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Machen wir es halt einen richtigen Weg. Mann, wie lange blieben die Stats denn da? What the fuck? Ah, brauchen wir beides nicht. Wir können einfach rüberspringen, ey. Und damit haben wir das Jetpack hier auch noch nicht. Moment. Ah, da oben ist eigentlich noch was hinter der Tür da. Dass da noch so ein Spind irgendwie steht oder so. Sicher, Mensch. Okay. Hätte sein können, trotzdem. Eins von fünf Blumentöpfe. Kacke. Das können wir auch nicht haben. Ah, der Laserstrahl.
Lalalala. Hallo, Servus, was geht ab? Oh. Und tschüssi. Was? So, lass das. Bam, tschüss. Okay, der Move war geil, Chase. Der war echt gut. Ja, ich hatte Jetpack doch damals schon, warum? Ach, egal. Da ist auch ein Blumentopf drin, sehe ich gerade. So, ja. Windzimmer eben einwerfen. Zack. Mal kurz hier oben gucken. Aber hier unten rein nochmal. Hier noch ein Blumentopf drin vielleicht. Nee. In der Ecke oder so. Kann ja immer sein. Da ist auf jeden Fall noch einer. Können die eigentlich schon. Nope. Ist wie eine Wand. Durch eine transparente Wand ist das. Ich wollte gerade sagen, ich schaffe das bestimmt nicht dahinter, durch die Leiter durchzuglitschen. Autsch. Tja, die sind tot. Oh, sowas von. Darf ich jetzt mich hier bewegen? Ja, nein, vielleicht. Wow, und das alles nur mit einem Bündel Dynamit. Cool. So. Soll ich den nicht irgendwie wieder verlieren? Ich glaube, letztes Mal habe ich den einfach irgendwie verloren, ne? So, 3 von 5. Ach, ihr schon wieder. So, mal kurz einen Prozess gemacht mit euch. Immerhin keine scheiß Cutscene, ey. Tschüss. So müsste das immer sein, ey. Das hat dann selber überlassen, ob man dann halt wartet oder. Aber bloß kein Speed in das Spiel reinbringen. Ach, komm mal her. Achso, ihr seid ja nicht diese. Links Astronauten, ihr seid ja schon ein bisschen. Könnt ja schon mal was. Also ihr fliegt ja, euer Jetpack geht ja nicht kaputt. Na Mann. Komm her. Das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Dann halt so. Ah, guck mal, da war ein Blumentopf. So. Ja, das haben wir gemacht. Okay. Hätte mich nicht gewundert, wenn ich irgendwie am Anfang irgendwie übersehen hätte. Das hätte mich nicht gewundert, so. Okay. Ja, also bin ich darauf vorbereitet, dass was mal auf Jetpack ausgelegt ist. Oh.
Und das ist der letzte Blumenkopf. Da habe ich aber bestimmt vergessen hier. Ja, war mir klar. Dann fehlt jetzt nur ein Charakter und ein Fahrzeug, richtig? Müsste ich richtig sehen. Ja, ein Fahrzeug, ein Charakter. Kurzen Prozess gemacht. Okay, ihm wird Energie entzogen. Warum auch immer man das machen sollte. Warum sollte man drei verschiedene... Ach, egal. Wesley Pepper Warrior. Was ist hinter dieser Tür? Keine Ahnung mehr, schon so lange her. Boah, okay, ich wollte gerade sagen, hat sich voll gereimt, aber das war eher so ein Meh. Da geht's dann weiter anscheinend. Naja, will schon nichts vergessen haben. Gut, jetzt muss ich aber hoch zum Professor. Noch UFO? Anderes UFO. Eigentlich ja nur den Charakter ausschalten. Aber was heißt hier nur? Warum stehen die immer wieder auf, Mensch? Wenn ich verstehe es nicht. Naja, egal. Auch immer der letzte Charakter ist. Aha. Aha! Hallo? Wer sind Sie? Ich bin's, Professor Chase McCain. Sie sind gar kein Professor, sondern von der Polizei? Nein, das... Ach, egal. Ich bin hier, um Sie zu befreien. Ah, prächtig! Drück den Knopf auf dem Kontrollfeld hinter mir. Ja, mal sehen. Ich bin nicht hier, um dich zu retten. Eigentlich nur, um den Rest zu suchen. Ich habe das Gefühl, aber ich habe was vergessen. Danke. Ach du Schande. Chase McCain, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hast du das Leben meiner Tochter ruiniert. Danke. Ach, war
war ganz gut für sie. Insgeheim gefällt ihr der Beruf der Sanitäterin nämlich viel besser. Aber jetzt müssen wir sie aus den Fängen Forrest Blackwells befreien. Ja, unglaublich, dass Blackwell ein Bösewicht ist. Er schien eigentlich ganz nett. Er ist ein Fiesling. Schnell, bau den letzten Transformator unten zusammen. Okay. Ich guck mal ganz kurz nach. So, okay, gut. Was war das jetzt? Habe ich nicht drauf geachtet, verdammt. Ja, ich weiß von euch, wir sind quasi an ihm vorbei. Ja, ich wahrscheinlich auch beim zweiten oder dritten Mal durchspielen auch nicht gesehen. Naja. Hey, wieso starten wir hier? Egal. Da. Nein. Da. So. Schnee rein. Ich will mich auch gar nicht lange aufhalten mit den Idioten dann da Schnee, sondern einfach da Schnee hin. Ja, so schnell geht das leider nicht. Es wird dir noch leid tun, mich getroffen zu haben. Ja, bla bla. Wenn du mich hier in Ruhe lässt, ist alles okay. Was genau habe ich jetzt eigentlich freigeschaltet? Oh, Stats mal 8. Nice. Du wirst verlieren. Oh, dann lass mich hier nur einfach ganz in Ruhe lang, ja? Ich streng mich nicht mal an! Das ist nicht fair! Oh Mann, lass mich doch in Ruhe! Ich stehle nie! Oh, ich will an den Knopf da! So, Mann! Du schaffst den Sack hier! Moment mal. Wie viel ist dann bitte ein Liederstat jetzt wert? Müsste jetzt 5 Millionen knapp wert sein eigentlich. Nee. 500 Millionen. Nee. 50 Millionen. Warte. Ja, circa 38 Millionen. Okay. Ach, müssen wir das hier bauen, ey. Ah, man kann auch langsamer fliegen. Ich hoffe, das sind nicht wieder riesige Ventilatorflügel. Och Mann, ich wollte die 10 Millionen, die 100.000 Stats da eigentlich toll mitnehmen. Keine Ventilatorflügel, nur Laserkanonen. Gefolgt von rotierenden Energiestrahldingern. Ich wette, dieser Schacht endet in einem Schmelzofen. Déjà vu. Hä, was zum... Was war das denn jetzt für ein Beschiss? Ich bin doch schon längst gelandet. Ein U-Boot. Damit schaffen sie wohl das meiste Material heran. Ja, schön, dass mir die Leute zeigt. Müsste wirklich nicht, ne? Danke. Ja. Kurz hier durchwaschen einfach. Passen wir dem Teil ein Upgrade. Gut, ich stelle mir einfach vor, dass das ein Greifautomat vom Rummel ist.
Was ist hier los? Bist du eigentlich gerade am Kämpfen? Ja, so mehr oder weniger. Boah, das wäre echt krass gewesen, ey. Sie jetzt fast anderthalb Stunden Part. Fast bei zwei Stunden, ey. Hat sich's was mit dem Heranschaffen von Material. Und mit diesem Motor komme ich durch die verstärkte Tür da drüben. Oh, tschüssi. Klopf, klopf. Bin ich da? Ja, es wäre aber krass gewesen. Aufgepasst! Ja, ich wasche ihn nur mal kurz durch, ne? Bin nur auf Durchreise. Danke der Nachfrage. Ja, mir geht's gut, tschüss. Zack, zuck. Hier lang dahin. Nein, oh Mann, war so klar. So, kurz hier durch, danke. So. Schon gleich wieder weg, keine Sorge. So schnell wie ich gekommen bin, so schnell verschwinde ich auch wieder. Fuck. Fuck. Okay. Stimmt, warum gehe ich bei der Exzession eigentlich noch weg? Ich meine, ich bin eh unverbundbar. Die Katze müsste mir jetzt eigentlich nicht zeigen, aber okay. Der eine hat sich doch versucht zu retten, der andere hat sein Schicksal ins Auge geblickt und ist gestorben. Wow, und das alles nur mit einem Bündel Dynamit. Cool. Das kann man voll skippen. Den ganzen Part da vorne. The fuck? Oder hat man das Jetpack da noch nicht? Doch, man hat das doch dann. Na, ne, egal. Dann sind wir nämlich sofort da. Ich weiß noch nicht, wie ich das Teil. Oh, ja, falsche Seite. Müsste ich jetzt der dritte Part. Ja, machen wir drei Parts. Müsste das der dritte Part also sein. Oder der vierte, je nachdem wie ich das schneide. Ob es jetzt halt 20 Minuten Folgen sind oder ob es halt wirklich jetzt nur. So, der Charakter befindet sich nämlich. Ja, nicht da. Also doch da, aber. Findet sich hier in der Ecke. U-Boot Captain nämlich. So. Gott sei Dank gibt es diese Funktion in den neuen Lego-Spielen, dass man einfach zurückkehren kann, ohne zu denken, ohne halt das Level abschließen zu müssen. Das ist doch sehr schön, wenigstens. So, und damit haben wir den Osten komplett abgeschlossen, quasi. Okay, lieber die Island, Mitte. Ansonsten haben wir Chabitute, jetzt haben wir Auburn Brücke, Fort Meadows. Blueberry Nationalpark, Fort Meadows, tut mir leid immer noch, dass halt meine Mikrofon-Soundspur fehlt. Naja, Blueberry Nationalpark, die Blackberry Brücke. Da. Jupp. So, als nächstes kommt dann das Nobelviertel. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugesehen habt oder auch nicht. Wir sehen uns in einer weiteren Folge. Lego City Undercover. Bis dann und ciao.